Okay, so, jetzt bin ich also im eBMOK Plus. Da schaue ich mich mal um. Da oben gibt es die Lektionen. Aha, die wird erst freigeschaltet. Das ist dann immer am Mittwoch. Ich kann mir also erstmal nur die erste Lektion anschauen. Da gibt es ganz oben eine Ankündigung. Webinar gibt es auch eines, und zwar schon sehr bald. Da ist auch gleich der Button für den Einstieg ins Webinar. Aber der funktioniert erst am 5.3.2020. Dann kommen gleich die Videos. Die sind ja immer besonders interessant. Das sind diesmal zwei. Das sind dann wohl immer ungefähr so viele. Und darunter finde ich die Transkripte. Na, da bin ich froh, dass ich auch was ausdrucken und dort meine Notizen machen kann. Aha, und dann noch die Übungsanleitung. Da verstehe ich langsam, wofür ich 3 bis 4 Stunden brauche. Und darunter gibt es Unterlagen und Links. Das ist ja fast wie eine kleine Bibliothek. Da kann ich mir ja später noch aussuchen, wo ich mich vertiefen möchte. Und ist es da zu Ende? Nein, gar nicht. Da kommt noch was Wichtiges, nämlich der Hinweis zum Forum. Ob da auch wieder so viele Kolleginnen unterwegs sind wie im vorigen eBMOK. Da hat man oft die besten Tipps bekommen. Und natürlich das Quiz. Vermutlich wieder ein Multiple-Choice-Test. Naja, bei so vielen Teilnehmern geht es wohl nicht anders. Da werden sich die MOOC-Macherinnen schon was überlegt haben. Ja, so ist es. Wir haben uns Mühe gegeben, damit Sie hier im eBMOK Plus eine sinnvolle und gute Zeit verbringen. Wir, das sind diesmal Birgit Aschemann, Karin Kulmer und Simone Müller. Wir kommen alle aus der Erwachsenenbildung und haben viel Praxiswissen und außerdem eine Webredaktion im Hintergrund. Martina Süßmeier ist unser Technik- und Videoprofi. Und Anna-Maria Troderitsch hat die Vorbereitung des eBMOK Plus tatkräftig unterstützt. Martin Ebner und sein iMOOCs-Team ermöglichen diesen Kurs mit der Plattform iMOOCs und David Rödler werkt kräftig im Modul 8 und in einem Nachfolgeangebot zum eBMOK Plus, das wir gegen Kursende vorstellen. Wilfried Frey ist für unser institutionelles Zuhause, den Verein Conedu, verantwortlich. Und Rechtsanwalt Michael Lanzinger hat uns wieder in den Rechtsfragen der Umsetzung beraten. Dürfen wir Ihnen gleich noch mehr vom Kurs zeigen? Das Wichtigste, nämlich die Kursmodule, haben Sie ja schon gesehen. Hier oben gibt es immer Neuigkeiten, da wird zum Beispiel angekündigt, wenn ein Webinar kommt. Und hier daneben geht es auf einem anderen Weg zum Forum, wo wir uns zu den laufenden Modulen austauschen werden und wo auch jeweils die Ergebnisse der Übungen diskutiert werden. Das sieht man dann auch gleich unser Motto für das Forum, nämlich Fairness, Respekt und Teilnahme. Ganz oben steht immer das Thema, in dem zuletzt etwas gepostet wurde. In unserem Fall hier ist das die Cafeteria. Wie der Name schon sagt, dient sie zum Plaudern und Austauschen über alles Mögliche. Darunter sind die Diskussionsräume zu den einzelnen Modulen angelegt, also hier zum Beispiel Modul 1, Modul 2, Modul 3 und so weiter. Ganz unten gibt es einen eigenen Themenstrang für technischen Support, falls bei der Benutzung unseres Kurses auf iMOOCs irgendein Problem auftauchen sollte. Die Reihenfolge kann sich, wie gesagt, verschieben, je nachdem, in welchem Forenstrang zuletzt etwas gepostet wurde. Nach diesem Blick ins Forum klicke ich jetzt einmal auf Kursbeschreibung und verlasse damit das eigentliche Kursgeschehen. Da sieht man noch einmal groß, worum es eigentlich geht, die digitale Praxis für Erwachsenenbildnerinnen. Und dann kommen im blauen Feld darunter gleich die Eckdaten zum eBMOK Plus. Also ich sehe, kostenlos, das ist schon sehr wichtig für mich und ist offenbar dem Bildungsministerium zu verdanken. Verfügbar bis Ende 2020. Das ist auch sehr beruhigend zu wissen, wobei ich den Kurs schon in der begleiteten Kurszeit abschließen will. 9 Wochen mit je 4 Stunden. Das klingt zwar zeitaufwendig, aber zum Teil habe ich es ja selbst in der Hand, wie ausführlich ich mich in die Inhalte vertiefe.
3 sollten notfalls reichen. Das Team habe ich gerade schon kennengelernt. Und die Lizenz, da steht CC BY, das ist also ganz offen. Ich darf alles verwenden und muss nur die Lizenzangabe einfügen. Also kostenlos und alles frei verwendbar. Das ist eben ein echter MOOC, also ein wirklich offener Online-Kurs. Jetzt müssen nur noch die Inhalte passen. Erwachsenenbildung im digitalen Zeitalter. Formate und Didaktik im digitalen Raum. Digitale Werkzeuge für die Erwachsenenbildungspraxis. Sicherheit und Datenschutz in der Erwachsenenbildung. Soziale Lernumgebungen im digitalen Raum. Kritische Medienkompetenz und Erwachsenenbildung. Offene Bildungsressourcen. Webinare und Live-Video-Formate für die Erwachsenenbildung. Möglichkeiten zum Weiterlernen. Okay, das klingt schon sehr passend und speziell für die Erwachsenenbildung. Aber warum genau diese Inhalte und warum überhaupt ein neuer eBMOOC? Ja, warum überhaupt ein ganz neuer eBMOOC nach den Kursen von 2017 und 2018 und warum genau diese Inhalte? Dazu braucht es ein paar erläuternde Worte. 2017 war es ja mal wichtig, in der Erwachsenenbildung, was das digitale Lernen und Lernen betrifft, ins handfeste Tun zu kommen. Und wir haben damals die Haltung des Just Do It propagiert. Und Just Do It ist nach wie vor eine gute Herangehensweise, wenn es darum geht, einzelne Werkzeuge unbefangen kennenzulernen und ohne Scheu vor der Technik einmal auszuprobieren. Aber 2017 ist auch noch ernsthaft in der Erwachsenenbildung diskutiert worden, ob der digitale Hype vielleicht wieder vorbeigeht. Und erst in jüngster Zeit wird uns allen vollständig bewusst, was die digitale Transformation bedeutet, was auch dieser Leitmedienwandel wirklich am Charakter des Wissens und des Lernens verändert. Und da ist natürlich Just Do It eine Haltung, die nicht genügen kann, insbesondere nicht für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen mit ihrem besonderen Auftrag und ihrer Rolle in der Gesellschaft. Daher sind jetzt einige reflexive Elemente und vieles an Kontextwissen in den eBMOOC Plus aufgenommen worden. Wir fassen den Blick weiter und thematisieren neue Formate, eine schlüssige Didaktik, aber auch die Veränderung des Berufs Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerin im Zuge der Digitalisierung und natürlich Sicherheitsfragen und kritische Medienkompetenz. Gleichzeitig wissen wir aus den Vorgängerkursen, wie groß das Interesse an einfachen, praktischen digitalen Tools ist. Daher haben wir auch diesmal wieder Tools, neue Tools, praktische Tools aufgenommen und zwar verteilt über einige Module mit einem ganz deutlichen Schwerpunkt in Modul 3. Der eBMOOC Plus will alles Wichtige zum digitalen Arbeiten in der Erwachsenenbildung für die Praxis vermitteln, ist also in erster Linie sehr praxisorientiert und zugleich haben wir uns an den bestehenden Referenzsystemen, also den Kompetenzkatalogen für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen orientiert. Konkret heißt das, wir decken mit diesen Inhalten die Medienkompetenz im Sinne der österreichischen WBA, also der Kompetenzanerkennungsstelle für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen vollständig ab. Das heißt, wenn Sie den eBMOOC Plus absolvieren, dann haben Sie die WBR-Anforderungen für Medienkompetenz erfüllt. Außerdem haben wir uns im eBMOOC Plus um einen Bezug zum europäischen Referenzrahmen, dem DICCOMP EDU, bemüht und wir bieten zu allen Teilkompetenzen des DICCOMP EDU im eBMOOC Plus auch Inhalte an. Wenn Sie sich dafür näher interessieren, finden Sie in Modul 1 ein Dokument zum Herunterladen, das diese Bezüge zwischen eBMOOC Plus und DICCOMP EDU genauer expliziert. Natürlich gibt es im eBMOOC Plus auch Badges und ein Teilnahmezertifikat, wenn Sie mindestens 75% aller Selbsttests richtig absolviert haben. Die Besonderheit im eBMOOC Plus ist jetzt, dass Sie den Kurs auch modular absolvieren und dafür ein Zertifikat bekommen können. Das heißt, wir werden uns bei Ihnen allen gegen Kursende in Erinnerung rufen und Sie einladen, in Modul 9 zu kommen, dort einen Evaluationsbogen auszufüllen und sich eine Teilnahmebestätigung abzuholen für die Module,
die sie bis dahin absolviert haben, auch wenn sie vielleicht noch nicht mit dem vollständigen Kurs fertig sind. Auf der Teilnahmebestätigung wird dann genau ausgewiesen, welche Module sie eben absolviert haben. Wenn Sie den eBMOOC 2017 oder 2018 schon gemacht haben, dann können Sie die Selbsttests der Module 3, 5 und 7 anrechnen lassen. Das heißt aber nicht, dass die Module 3, 5 und 7 genauso aussehen wie im eBMOOC 2017 oder 2018. Auch hier sind die Inhalte und die Module ganz neu. Sie haben aber 2017 oder 2018 zu diesen Themen in den älteren Auflagen des eBMOOC schon etwas gehört. Daher ist unsere Empfehlung natürlich, den gesamten Kurs vollständig zu absolvieren und dran zu bleiben mit uns. Ähnlich wie im eBMOOC 2017 und 2018 wenden wir uns mit diesem Kurs an Kolleginnen und Kollegen, die sich einfache, sichere Lösungen für ihr digitales Arbeiten im Alltag wünschen. Wir haben aber auch ein paar Anwendungen inkludiert, die ein bisschen mehr Übung oder fortgeschrittene Kenntnisse erfordern. Mir ist noch wichtig zu betonen, dass der eBMOOC Plus selbst ein Brückenformat ist. Er will eine Brücke schlagen zwischen den gewohnten physischen analogen Räumen und den vielleicht noch eher ungewohnten digitalen Räumen. Und daher betonen wir im Kurs nicht die grundsätzlichen Unterschiede und die Andersartigkeit der beiden Räume oder Medien oder die Brüche, die mit der digitalen Transformation verbunden sind, sondern wir fokussieren eher auf die Gemeinsamkeiten und die guten Übergänge und die Anknüpfungspunkte. Mit diesem Zugang möchten wir einen Beitrag leisten zur Überbrückung der Irritationen, die auch mit der digitalen Transformation in unserem Beruf verbunden sind. Das gilt für die Darstellung der Inhalte und die Auswahl der Inhalte, aber es gilt auch für die Form des Kurses selber. Wir haben hier ja wieder einen XMOOC, der ein klassisches Kursformat im digitalen Raum widerspiegelt und sind überzeugt davon, dass es im Sinne einer guten Brücke zum Gewohnten auch ein sinnvolles Format für so ein Basispaket darstellt. Zuletzt noch etwas ganz Wichtiges. Fehlerfreundlichkeit und Kooperation sind für uns im eBMOOC Plus ganz zentrale Werte. Und der digitale Wandel ist für uns alle ein großes Lern- und Kooperationsprojekt und hier ein professionelles Wissen und Verhalten als Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerin zu entwickeln, braucht eine gemeinsame Anstrengung. Das heißt, auch wenn öfter eine von uns aus dem eBMOOC-Team vorne steht und etwas erklärt, ist uns doch immer sehr bewusst, dass wir hier als Community, als Lerncommunity, mehr wissen als die, die gerade vorne steht und spricht. Daher bringen Sie sich bitte mit Ihrem Wissen ein und Ihren Erfahrungen. Kommen Sie ins Forum und in Webinare und teilen Sie Ihr Wissen mit uns und helfen Sie bitte mit, aus diesem eBMOOC Plus das zu machen, was wir am dringendsten brauchen, nämlich eine gemeinsame Lernanstrengung, ein gemeinsames Austauschprojekt mit einer Haltung der Konstruktivität und aber auch der Kritik- und Fehlerfreundlichkeit dabei. Ich denke, nur so können wir den Veränderungen und Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung als Erwachsenenbildnerinnen wirklich gut gerecht werden. In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf Sie und mir bleibt an dieser Stelle, Sie einzuladen. Kommen Sie doch bitte gleich ins Forum, stellen Sie sich vor und teilen Sie uns und einander dort bitte auch gleich mit, was denn die Digitalisierung in Ihrem Arbeitsleben bereits verändert hat.